Draußen sind 300 Leute zusammengekommen. Es gibt eine tolle Kampagne Schulen, Vereine und Fußball, wo das Zusammenspiel zwischen Vereine und Fußball vom Hessischen Landesverband eben gefördert wird. Der HV hat einfach hier mit dieser Kampagne einen Ansatz gewählt, zu sagen, okay, wir möchten eben diese verschiedenen Strukturen zusammen. Wir müssen Schulen mit Vereinen zusammenbringen, um einfach Synergien zu schaffen, voneinander zu profitieren. Ich glaube, für die Schulen ist es auch ganz wichtig, einfach Partner zu haben, mit denen man die Kinder erstmal wieder in die Bewegung kriegt nach Corona. Wir arbeiten ja seitens des Kultusministeriums schon seit vielen Jahren genau in diesem Bereich. Wir haben ein Landesprogramm Schule und Verein, das genau diese Zielsetzung hat. Wir wollen Schule mit Vereinen zusammenbringen und diese Euro 24 bietet uns eine einmalige Chance, jetzt gerade nochmal mit einem besonderen Fokus daran zu gehen und diese Kooperationsmöglichkeiten nochmal aufzugreifen und nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das ist. Wir haben mit dem Anspruch auf Ganztagsschule, der in Kürze kommt, die Herausforderung, dass wir stärker in den Schulen präsent sein müssen und dass die Vereine auf die Schulen zugehen, um mehr Kinder und Jugendliche in die Vereine zu bekommen. Die Euro ist, glaube ich, eine richtig große Chance. Und wenn wir diese Aufmerksamkeit, die dieses Turnier hat, richtig nutzen, dann, glaube ich, ist es nämlich genau das, was passieren kann, dieser Dosenöffner oder dieser Impulsgeber auch einfach sein. Ja, die Maßnahmen in der Schulkampagne sind, dass wir zunächst mal solche Veranstaltungen durchführen. Das heißt, dass die Menschen sich kennenlernen, um eben Projekte in den Schulen hinzubekommen, dass dort mehr Fußball gespielt wird, dass Vereinstrainer im Nachmittagstraining in die Schulen gehen, um dort entsprechend die Kinder zu erreichen. Allgemein Sport und Bewegung ist für die Kinder wichtig. Man muss aktiv was tun mit ihnen. Dann können sie sich auch wieder für das Wichtige auch, für die Schule auch konzentrieren. Dann können sie lernen, Hausaufgaben machen, was auch immer. Aber die Kombination muss einfach passen. Und das muss man hinbekommen und deswegen muss es Angebote geben. Und ein Angebot ist eben Schulen, Vereine und Fußball. Ich wünsche, dass die Gäste sich heute mitgenommen haben, was für Möglichkeiten es gibt und was für Perspektiven die Zusammenarbeit zwischen Fußballvereinen und Schulen bietet. Ich bin überzeugt davon, dass wir heute dafür einen perfekten Aufschlag hatten und ich erhoffe mir da wirklich davon, dass wir einen nachhaltigen Nutzen aus der Euro ziehen für den Sport in Hessen. Nachhaltigkeit heißt ja eben, dass es eben auch darüber hinausgeht. Und der Wunsch natürlich, dass sich sowas auch verstetigt, dass das sich verfestigt, dass wirklich die Vereine wieder einen Zulauf haben, auch an Menschen, die sich engagieren wollen, die sich einbringen können. Wir haben hier ja, heute gehört, hier waren sehr, sehr viele Schulvertreter. Das ist elementar wichtig, wenn die Sportlehrkräfte noch mal erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, was der DFB anbietet, welche Angebote der Fußball macht, nehmen die das wieder mit in ihre Schule, ihre Schulgemeinschaft, sprechen mit ihren Schulleitungen darüber. Und so kann man an verschiedenen Stellen sozusagen so kleine Feuer legen, die dann irgendwann zum ganz großen Feuerwerk werden.